Die derzeit vielleicht beste Clubmannschaft der Welt. Heute zu Gast in der Wiedigsburghalle und das gegen ein Team von Herbert Müller, das den Beweis seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit bislang schuldig geblieben ist in dieser Saison. Das, was die Gastgeberinnen allerdings in der ersten Hälfte heute zeigten, war ein deutlicher Schritt nach vorne. Über weite Strecken präsentierte sich der deutsche Meister ebenbürtig zum Champions-League-Sieger der letzten beiden Jahre. Und das sowohl vorne im Angriff, wie hier beim 4:4 durch Josefine Huber, wie auch hinten in der Abwehr. Endlich stimmten dort mal Biss und Einsatz gegen das Star-Ensemble aus Erfurts Partnerstadt. Ballgewinn Lusumova und dann ab ins leere Tor. Djör in Unterzahl hatte die Keeperin herausgenommen. Dass es zur Halbzeit dennoch nur 11:15 stand aus THC-Sicht, das lag auch an der einen oder anderen Fahrlässigkeit, wie etwa unmittelbar vor der Pause, als der gesamte THC im Angriff die ablaufende Spielzeit vergaß und den Abschluss verschlief. Tja, und dann war Pause. Ärgerlich. Normalerweise, ich check sowas. Ich weiß immer, wie viel bis zum Ende ist, aber diesmal habe ich das gar nicht gecheckt. Und ich denke, alle haben geschrien, aber wir haben gar nichts gehört. Und dann, wir haben nicht gewusst, was ist passiert. Und wir haben gar nicht gewusst, dass es Halbzeit ist. In der Pause muss sich Herbert Müller aber irgendwie unklar ausgedrückt haben, denn nach Wiederanpfiff ließ seine Mannschaft all das, was sie in den ersten 30 Minuten in die Waagschale geworfen hatte, vermissen. Binnen kürzester Zeit setzten die Gäste sich vorentscheidend ab, auch weil die Abwehr den Ungarinnen quasi keine Gegenwehr mehr entgegensetzte. Herbert Müller außer sich ob der Darbietung seiner Spielerinnen. Aber jetzt wehrt euch mal! Ich verstehe dann einfach nicht, wie man in der zweiten Halbzeit so vollkommen jeden Zweikampf verlieren kann. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir brauchen einfach diese Mega-Aggressivität, dieses unbedingte Wollen. Wenn bei uns mal die Dämme brechen, haben wir momentan niemanden, der diese Dämme dann auch mal kitten kann. Als Resultat steht eine mehr als deftige 22:38-Packung, die höchste Heimniederlage in 8 Jahren Champions League. Und die Hauptrunde, das erklärte Ziel, rückt in immer weitere Ferne.